So, einen wunderschönen guten Abend. Da sind wir wieder auf Twitch und mit dabei haben wir die Anja. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Anja. Anja, Ja, wie geht's dir? Ja, mir geht's soweit gut. Mein Magen ist zumindest befriedigt. Das hört sich auch merkwürdig an. Mhm. Aber er hat was zu tun, um es mal so auszudrücken. Ich habe ein Mittagsschläfchen gemacht. Gut. Meine topfitte Anja. Ja, doch. Wow. Was ich brauche, ist ein Wassermarsch. Viel schlimmer, ich habe nämlich Durst. Und was machst du heute? Erstmal für Wassermarsch sorgen. Ach so. Ach, da ist Wassermarsch von Anja. Dankeschön. Prost. Bitte schön, zum Wohl, Opi. Ui. Ja, was ich heute machen werde, das ist hier Feld 43 erstmal mulchen. Feld 43, Mulchen. Da war. Da war Mais drauf. Da war Mais drauf. Man kann nicht erkennen, ob man gemulcht hat oder nicht, ne? So sieht's aus. Ein böses Feld. Auf der linken Seite habe ich schon gemulcht, auf der rechten Seite noch nicht. Und es sieht beides gleich aus. Ja. Ganz, ganz böse. Kannst du nur nach Karte fahren und mit VCR. Ja. Zum Glück haben wir VCA. Und ich werde zum ersten Mal Saatgut holen aus der Saatgutproduktion. Danach werden wir Dünger holen aus der Düngerproduktion. Und alles zu uns auf den Hof ins Silo packen. Mhm. Das klingt nach einem Plan. Ja. Und wenn das nicht Plan ist, schicken wir das ein zum Fräsen. Ne? Dann wird das Plan gefräst. Ja. Genau. Wenn ich so weiter erzähle, dann kriege ich zu hören, halt immer die Fräse. Ne? Ja, zumindest haben wir gestern den störenden, nervigen Baum weggemacht. Ja, den haben wir gestern Abend noch zusammen beseitigt. Die Reste davon. Sonst wärst du doch heute Morgen noch mit beschäftigt gewesen. Ja, es könnte gewesen sein. Da habe ich mir gedacht, komm, spring in die Bresche, ins brennende Feuer und helf. Ins brennende Feuer? Ja. Ich bin durch alle einstürzenden Hochhäuser gerannt. Ja. Mhm. Gab's auch ein Erdbeben? Ah, mindestens mehrere. Erbsenbeben gab es unter Garantie. Ich habe nämlich Erbsensuppe gegessen. Hat's denn geschmeckt? Ja. Mit 3 Met innen drin. Lecker. Met innen. Ja, da bringst du mich auf eine Idee. Und du hast keine Met innen, ne? Ich habe keine Met innen, ja. Aber Würstchen. Die könnte ich mir ja morgen... Sobald meine Mutter mal anruft und sagt, auf, jetzt geht's los einkaufen, mitbringen. Ja, dann kannst du dir Mettenden mitbringen. Müsste ich nur aufschreiben. Ja, mach das doch. Der Einkaufszettel liegt aber unten in der Küche. Ja, irgendwas ist immer. Ja. Wie schadenfroh du sein kannst. Schön, ne? Es erfreut mich auch immer wieder. Aber wenn ich so schön schadenfroh bin, dann weiß ich, dass es mir relativ gut geht. Das ist schön. Bin ich auch.
So, da hinten war Dünger. Dünger? Wollen wir erstmal Dünger? Wir wollten Saatgut holen und... Saatgut und Mineraldünger. Dann muss ich hier rückwärts ran. Komme ich da auch vorwärts ran? Ich glaube, da komme ich auch vorwärts ran. Ach, hier ist Kalk. Wie viel Kalk haben wir denn hier drin? Eine knappe halbe Tasse Schoko-Cappuccino habe ich noch. Kalk haben wir nur 114.000. Müsste ich ja dreimal fahren. Oder sogar viermal, fünfmal. Och, Opi. Oh Gott. Ja, mach gut, doch komm. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Wir fahren, wir machen heute. Einer muss das euch ja verfahren. Einer muss diesen Job machen. Ja. Mann. Oh, hei, von Stinktier. Stinktier, dir auch einen wunderschönen guten Abend gewünscht. Stinktier, grüß dich. Ja, gut. Ach, was bin ich froh, wenn die Wolle runter ist. Die Haare geschnitten sind. Wann? Morgen? Nee, Samstag. Samstag. 10 Uhr habe ich den Termin. Samstags morgens um 10 Uhr. Zur besten Streamzeit. Anja, wie kannst du nur? Hallo? Die Zeiten konnte ich mir nicht aussuchen. Ich habe da mal gewunken. Schön, dass du gewunken hast. Ja, hallo. Ja, mit dem Mulcher kann ich aber nicht winken. Hat wie viel muss denn jetzt der Friseursalon zahlen, damit du um die Uhrzeit aufkreuzt? Die bekommen Geld. Die bekommen? Ja. Ja, dann sind wir noch nicht berühmt genug. Nein, leider. Dann sind wir noch nicht berühmt genug. Nein. Wenn die anfangen zu zahlen, dass du da hinkommst, dann sind wir berühmt genug. Ich bin mir nicht sicher, ob die sowas gucken. Wie Landwirtschafts. Ja, irgendwann ist das ja weltüberschreitend. Ne? Da geht das ja auf andere Planeten und so. Dann kriegen die das auch mit. Weltüberschreitend? Ja, selbstverständlich. Aha. Andere nennen sowas, was ich gerade sage, Größenwahn oder. Waren, ja, aber Größe. Nö. Die, War das jetzt eine Anspielung darauf, dass ich so ein etwas kleiner gewordener Mensch bin, ja? Hallo, ich bin auch nicht viel größer. Schon wieder, hallo, warte. Hallo. Ja, ich schwick mal zurück, hallo. Du hast gar keine Kamera. Ja. Ich habe keine Kamera. Ich kann mich rumlümmeln und anhaben. Was ja, klar. Jetzt reicht es. Keine komischen Bilder. Wir reichen schon die Nacktmulche. Nein. Als Nacktmulch würde ich mich niemals während dem Spielen und Streamen verkleiden. Die Story habe ich vorhin der Omi erzählt. Mhm. Die hat sich weggeschmissen. Hat auch sofort Bilder gehabt, direkt gesagt, nein! Nee. Schön, wenn es uns gut geht. Ja, ich hoffe, meinen Zuschauern geht es auch gut. Zwirber zum Hof. Ja, Stinktier, wie geht's dir denn? Du bist jetzt der Einzige, der geschrieben hat. Ja. Wir haben wieder typische Abendbevölkerung. Bevölkerung? Ja, Unterbevölkerung. Mir geht's gut. Und euch hoffe ich auch. Ja, uns geht's gut.
Ja. Danke der Nachfrage. Ich glaube, wenn ich weiterfahre, komme ich nicht besonders gut an. Und stinkt ja auch heute schon gestinkert? Ich höre den Hubschraub, Schraub, 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 Schraub. Was soll das denn, Anja? Von Herbie? Ah, Herbie ist schon wieder jetzt fällt mir noch Gebaftet? gebaftet. Fällt mir noch nicht mehr der Name ein. Herbie, dir auch einen wunderschönen guten Abend gewünscht. Dir und deiner Frau. Ja, Herbie grüßt dich und grüßt deine Frau. Bevor der Schoko-Cappuccino Ganz. ganz kalt wird, trinke ich noch ein bisschen was. Ja, schlürf ihn leer. Oh mein Gott, hier ist aber weite Pläne, wenn hier nichts drauf ist. Hä? Oh, ganz viele Züge lief für Opi Guy. Danke, Herbie. Schlabberlappen, Herbie. Lappen, Herbie. Aber Stinktier hat keine Antwort gegeben, ob er heute schon gestinkt hat. Er spricht nicht mehr mit mir. Ich glaube, auf so Fragen antwortet keiner gerne. Nee, heute noch nicht, sorry. Aha. Blablabla. Dafür habe ich heute was Leckeres gegessen. Schilder mal, wie waren die Wurstschiffchen geschmacklich? Bombe, das ist gut. Ich habe noch nie eine Bombe gegessen. Wie schmeckt denn sowas? Es ist ja nur eine Schilderung, verstehst du? Du sollst ja auch keine Schilder essen. Nee, ich bin ja auch kein Hai. Der frisst ja nur Autoschilder. Ja, sind trotzdem Schilder. Das sind dann aber Numenschilder. Nun mehr? Ja. Anja, schreibt Herbie. Anja. Ja, die Bombe esse ich auch nur einmal, ich weiß. Aber eine Eisbombe könnte Ja, man essen. das kann man essen. Ach, Herbie? Selber. Und der kriegt direkt ab und Pock. Aua. Pokologie und Bist Anjakunde. gemein. Herbie ist gemein zu mir. Schnüff, schnüff. Aua, nein, lass das an, ja.